Ja, es geht weiter mit Final Fantasy 15. Das letzte Mal haben wir erfahren, dass die Hauptstadt voll überfallen wurde und alles und Krieg und so und was weiß ich. Oh shit, voll krass. Aber dieses Mal werden wir etwas anderes machen. Wir werden Nebenquesten. Hört sich gut an, oder? So, ich würde sagen, wir machen gleich mal die krasse hier. Ist auch gleich in der Nähe irgendwo. Oh, hier gut 600 Meter, es geht. Und ich hoffe, bis dann ist noch Nacht, wenn wir da sind. Ja, ja, Story. Hohoho, ho, ho. Fängt wohl jetzt richtig krass an. Und, hoch. Da laufe ich gegen die Wand, warum nicht? Hoch, Licht, ja geil, Licht. So, ich würde sagen, ich hoffe mal, dass der Kampf dieses Mal ein bisschen besser geht. Wir haben dieses Mal auch nur einen einzigen Gegner, der ist aber Level 15. Wir sind Level 9, ja doch, es geht eigentlich, so schlimm ist es nicht. Wir hatten schon schlimmere Sachen und da hinten leuchtet es auch. Wir müssen auch mal, ich will mal erkunden, aber es ist noch viel zu früh für tolles Erkunden und so, würde ich sagen. Denn, ja, wir können wahrscheinlich gar nicht mal die coolen Sachen, die man findet, benutzen. Können verkauft, ach so. Level 2. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Drecksäcke! Alles klar. Wie war das? Mit schwachen Gegnern! Ey, willst du mich verarschen? Man stirbt eigentlich nicht, ne? So. Solche Puppelgegner. Dann wollen wir mal weiter. Ich muss auch noch irgendwann die Accessoires mehr durchlesen. Und ich würde sagen, das nächste, den nächsten Skill, den wir nehmen. Wirklich, ja, schon wieder. What the fuck ist das? Ist das der Feind? Was bist du? Ach, wir werden gesucht. Level 12 Doppelhorn. Ja gut, tschüssi. Oh, was kommt da raus? Ja gut, verfolgen die uns? Halt's, nein. Zu weit. Zu weit. Nein, wir sind auch gleich da, wo wir hinwollen. Die Heinis da hinten, ich weiß nicht, ob die... Die suchen uns jetzt. Alles klar. Das ist wohl etwas doof. Aber egal, wir sind da, wo wir hin wollen. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, die anderen lassen uns in Ruhe. Oder die despawnen einfach, das wäre auch schön. So, wo ist er denn? Wir wissen, was da hinten ist und was da so leuchtet. Aber erstmal ist es Zeit, einen fetten Schleim niederzumetzeln, hoffentlich. Schleim, hohoho, hallo. Ja, ja, nicht wehtun. Ja. Oh, Überraschungsangriff. Das wirst du von hinten fertig gemacht. Defensiv. Hier müssen vorsichtig sein. Der haut bestimmt stark rein. Aber wir auch, der kriegt viel Schaden. Und Combo. Kann ich irgendwie einstellen, dass ich... Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie einstellen kann. Ob ich nur einmal die Kamerataste drücken muss, dass es weiterhin den fixiert, den Gegner. Gibt's bestimmt. Weil immer drauf drücken ist hier ein kleines Problem, um ehrlich zu sein. Der ist ja easy. Weil, ja, ich spiele sehr interessant mit... Also ich halte den Controller sehr, sehr interessant. Ich sag gleich wie. So. Ich höre Magitech-Motoren. Ja. Schön. Oh. Vorwärts. Hi. Ich weiß nicht, wie krass die sind. Ich mache einfach... ich nehme mal kurz die nächste Aufgabe an. So. Hier, da müssten wir hin. Hier, das haben wir gerade gemacht. Das ist am Ende der Welt. Gut, dann irgendwie dahin. Aber ich würde sagen, erstmal zurück. Wir können auch bestimmt... Hoppala. Zur Regalia. Aber hier ist eine... What the fuck? Nicht unser Tag heute. Ho! Wir haben Tschüss! Unglück kommt selten allein. Kämpft die jetzt gegeneinander? Was zur Hölle? Okay. Nein. Woher kam das? Eine Nebenaufgabe. Oho. Areal absuchst. Da will jemand Hilfe, aber da ist ein fucking Eisengigant. Wer will Hilfe? Ist hier Hilfe? Hey, du willst Hilfe. Ich helfe dir.
Heilige Scheiße, nachts passiert viel krasses Zeug. Ja klar. Vielen Dank. Von hier an komme ich alleine klar. Ein Problem weniger. Okay. EP. Danke. 500 Gil. Das ist gerade passiert. Ich wollte eigentlich das da hier haben. Ey. Nein, nein, nein. Kann ich das markieren? Ziel festlegen. Da will ich hin. Okay, da gehen wir hin. Da sind ein paar komische Gegner. Die machen mir nicht so viel Angst. Was mir Angst macht, ist dieser Riesentitan, der da war. Die sind nur Stufe 6, die können ja gar nichts. Weicheier. Oh nein, Gegner, was soll ich nur tun? Oh, ich werde gleich angegriffen. Hallo, ihr Kampfbestien. Oh nein. Level 6. Ha! Ihr trefft alle nicht. Oh. Aua. Stop it. Hilfe. Meine MP. Kann ich alle in Ruhe lassen? Hilfe? What the fuck? Passiert hier? Ich hab meine MP zurückbekommen. Oh. Tschüss. Haha, Fatz! Einfach draufhauen, die können doch nichts! Fatz, Fatz! Was ist der nächste? Das waren alle. Das war einfach. Ja, sehr einfach. Weiter geht's. Ja, die können ja echt nichts. Aber. Ja, der kann schon vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ja, der kleine. Hallo. Tschüss. Lass mich Ruhe. Easy. Tschüssi. Hey, Noct, über dir. Nicht schon wieder. Da hinten. Ja, ja, die nerven wohl gerne. Ist nicht so schlimm, die können nichts. Das ist Free Experience, ey. Bronzreif. Tada. Gut, sehr schön. Ich würde sagen, wir hauen ab. Ab nach Regalia. Ah. Der Ring der Lucis ist ein Insignie des lucischen Königs. Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Ich kauf, was ich will. So leicht. Gut, ja, Quest geschafft. Ich würde sagen, abgeben. Hallo, mein Freund. Hallo. So. Oh, was darf's heute sein? Ein bisschen Gil, bitte. Meine Jungs. Oh, Final-Elixier. Ja, holy moly. Was ist schon, hä? Hast du vielleicht auch... Wenn ihr Fragen habt, schießt los. Okay. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Aber sicher doch. Das nächste ist noch kurz. So. Ich gehe mal davon aus, das hier wird keine 35-Minuten-Folge wie die letzte Nebenquest-Folge. Ich bin ein bisschen erleichtert. Und, hier kann man auch Waffen kaufen. Soll vielleicht einen Abstand davon halten, um ehrlich zu sein. Hier, oh, okay, das ist eine Weile weg. Wir könnten hinfahren, aber wir könnten auch auf Tag warten. Das wäre, glaub, gar nicht mal so schlimm. Ist nur die Frage, wo? Wo gibt's denn hier? Wir können ja hier nirgendwo, doch, ganz hinten können wir pennen. Das ist wieder, wieder so ein Dings. Okay, da gehen wir hin. Ja, da gehen wir hin. Hallo. Ja, ist überdacht. So. Level up. Ping. Sehr schön. Aber wenn sonst nichts war, oh, ein paar Bilder. Easy. Die habe ich vernichtet. Sieht so aus, als würde der. Es würde ihm ein Bein fehlen. Ach so, weil er im Schleim ist. Okay. Alles gut. Oh! Was denn los? Controller! Ja. Endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdinkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden.
Einfach weg drücken. Naja, naja. Das ist irgendwie so in. Weil anscheinend in Spielen auch, aber in Filmen ist es immer so. Sehr selten sagen die am Telefon tschüss, ja, die legen einfach auf. Krass, hä? So, egal, jetzt haben wir. Ups, was war das? Jetzt haben wir Tag. Und jetzt können wir auch die Quest machen. Yay, ohne von ganz vielen Viechern überfallen zu werden. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert, ob die immer noch Stress wollen. Oh, Licht, oh, das war hell, Mann, meine Augen, ey. Ich als Gamer bin auch so eine Fake-Sonne nicht gewohnt. Oh, das blendet wirklich. Holy shit, was ist falsch mit mir? Schauen wir mal. Kann ja sein, dass wir hier auch noch schön andere Sachen finden. Warum habe ich die... Da war ich doch mal, oder? War ich da? In die Richtung oder bin ich woanders hingegangen? Okay. Diese tollen Gegner. Well. Tschüss. Schön, dass ihr existiert. Bald nicht mehr, wenn ihr so weitermacht. So. Stimmt, wir brauchen ja auch noch. Wir müssen ja auch noch zu diesem Auto-Heini das eine Dings bringen. Fällt mir auf. Ich hoffe mal, dass das auch nicht allzu lang brauchen wird. Weil zurückporten können wir ja uns immer. Es spart uns Zeit. Wir könnten ja auch hinfahren. Ja, schon. Da habt ihr recht. Wäre das einfacher? Ja. Ist es dumm, nicht zu fahren? Ja. Aber so kann ich mich zurückporten. Also ist die Frage, was sich jetzt mehr lohnt. Ich glaube, ich kann auch die Fahrt überspringen. Aber obwohl, da bin ich mir gar nicht so sicher. Kommt drauf an, wo ich hinfahre. Ich höre Magitech-Motoren. Ich hatte mal die Option. Ja, wo denn? Ach, da hinten. Oh nein, die fahren ans Ende der Welt. Was soll ich nur tun? Dieses kleine Shit-Raumschiff da. Ich kann mich nicht wehren, wenn die da sind. Oh. Tschüss. Idioten. So. Was ist denn los mit dem? Das ist bestimmt auch ein volles hohes Level oder so. Obwohl, wir haben ja schon Level 15 Schleim vernichtet. Sind ja mittlerweile kein Problem mehr. Ja, ja. Zauber. Schön, schön. What the fuck war das für ein lustiger Lag? Oh. Hi. Wo kommt die Kackviecher her, hä? Oh. Was ich auch mal testen könnte, wären Schusswaffen. Tschüss. Das hört echt nicht auf. Kackviecher. Mann. Los, vorwärts. Ja. Was war das für ein krasser Lag, als die mich entdeckt haben? Auf einmal so ganz random. Huch. Okay, okay. Ja, hier ist böse Musik, ich verstehe schon. Aufheben. Pelziges Riesenhorn. Oh, geil. Schnief, schnief. So, wo sind sie denn? Da hinten, ja, ganz viele. Ganz viele Popelgegner. Oh nein, sie sehen uns. Was soll ich denn tun? Bitte funktionier. Wie funktioniert das? Draufbleiben. Ei, ich verstehe. Hey du, da unten, du bist Toast. Oh, der hält was aus. Oh, nein. Aua. Oh. Für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Wir haben Schaden gemacht. Gar nicht mal so wenig. Ah! Ihr Pisser! Was soll ich in Ruhe lassen? Ich kann ihn nicht anvisieren. Heiltrank. Ja. So, jetzt. Verpiss dich, du Drecksack! Was hast du davon? Niemand greift dich ungestraft an! Bis auf Gegner, die viel höheres Level sind als ich. Von denen renne ich weg. Ist aber ganz normal. Uah. Ein kleiner Pisser. Wow. Hä? Werde ich doch. Oh, ich dachte, na gut. Huch. Ach, da ist ja noch einer. Wow. Ich will meine Schusswaffe testen. Sind bestimmt auch richtig nice. Was? Aber wir haben keine gute für mich, glaube ich. Pow! Falls ich überhaupt welche nehmen kann, aber ich denke schon. Hey, du kämpfst hier nicht ganz alleine.
Sag uns, was wir tun sollen. Ja, dann macht halt das da. Und tschüss, Gegner. Sich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Finde ich aber gut, dass du mir gesagt hast, dass ich zu dumm bin gerade, um das Spiel richtig zu spielen, weil ich kann ja denen immer wieder so eine kleine Sache sagen, so von wegen, hey, mach mal coole Sachen, ey. Jetzt hat er sich aufgeregt, dass ich das nicht gemacht habe. Finde ich gut, das ja? Das wird eine tolle Farbe abgeben. Ja. Dass er mich daran erinnert. So, Kade, wir gehen zurück nach Regalialand. Katsching! Zu unserem schönen Auto. Game over. Schön. Danke für die Info. Finde ich ja nett von euch. Wer ist mit der Pause? Pah, von wegen. Ist noch keine Weicheier. Jetzt wird erstmal weitergequestet. So, Na. Schon weit weg. Aha. Ja. Wir machen das. Doch. Einsteigen. Tanken. Einsteigen. So. Ich würde gerne zu dem Ort fahren. Ich hätte wahrscheinlich gerade zu was Ähnlichem fahren können, wo näher dran ist, mit Schnellreise. Habe ich es gemacht? Nein. Warum? Ja. Deshalb. Ja. Interessant, oder? Obwohl nicht so schlau. Ich kann auch, genau. Ich kann ja währenddessen auf die Karte schauen. Es braucht, wie lange braucht es? Es stand doch dran. 6 Minuten? Stand das sogar dran? Nee, nur 4. Ist ja vollkommen in Ordnung, ja? Würde ich sagen. Alles klar. Und dann können wir zurück schnell reisen. Das ist alles perfekt. In der Zwischenzeit. Ja, hier hätten wir hinten. Ich kann immer noch. Oh. Ja, geil. Ach, da kann ich so, zu den Orten kann ich sofort hin. Okay. Parkplatz. Hä, wo zeigt... Ach, da, okay. Perfekt. Ja, sofort schnell reißen. Das vereinfacht einiges. Da müssen wir keine 4 Minuten warten. Und von da aus können wir dann zurück West. Was machen wir jetzt? Suchen wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Nein, wir fahren weiter. 300 Meter weiter. Und zwar haben wir einen armen Heini, der nicht Auto fahren kann. Und für den haben wir ein kleines Reparaturset. Wenn wir das gemacht haben, ist eine Quest wenigstens weg von unserer fetten Liste. Oder die noch gar nicht so fett ist, um ehrlich zu sein, aber immerhin so. Und ich denke mal, wenn wir hier die Quests machen, bevor wir irgendwo wo ganz anders hingehen, wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, obwohl, es kommt immer ganz drauf an. Ich weiß ja nicht, wie es mit der Story weitergeht und wo wir enden werden. Aber das hier scheint schon das Anfangsgebiet zu sein, ja? Hallo. Hallo, mein Freund. Ich will... Ey, pack doch. Ja, schön. Hey, du, ich hab was für dich, mein Freund. Du wirst dich freuen. Ein Glück kann ich wieder fahren. Ja, das war mein... Jeden Tag eine gute Tat. Meine Pro-Fist, ja. Die sorgt dafür, dass Autos wieder funktionieren. Ja, super. Wie benutzt man denn dieses Reparaturgerät? Halt's Maul, ich hab schon deine Quest gemacht. Okay. Alles klar. So. Okay, dann können wir... Moment mal, ich sollte die für... Ja, ganz kurz ausrüsten. Einfach so, warum nicht? So, dann können wir nämlich auch Speedreisen hin. Da. Ja. Und dann haben wir das. Dann war das wohl diese Nebenquest-Folge. Ist sie nicht schön gewesen? Und das nächste Mal können wir dann... Wir könnten ja nach unten Speedreisen sehen, bis zu einem anderen Ort. Aber ich glaube, ich rede erstmal mit Sid. Ich weiß es nicht. Doch, ich rede mit Sid. Ein bisschen Story kann ich schaden, so früh im Let's Play. War. Na gut, außerdem wäre ich sonst... Ich werde einfach nur zu gut überlevelt, wenn das so weitergeht. Und dann ist das ganze Spiel überhaupt kein Problem mehr. Ich meine, ich spiele auf normal, nicht auf leicht. Was soll das? Und normal ist die schwerste Einstellung. Obwohl, wenn man das Spiel durchspielt, ist es wahrscheinlich... Macht sich Sorgen um dich. Okay. Dann stellt man wahrscheinlich... Ist mal was Anständiges. Vielleicht heitert dich das auf. Dann bekommt man wahrscheinlich... Der alte Sid... Macht sich Sorgen um dich. Hä? Du Drecksack! Aufgabe.
Esst ihr auch ordentlich? Ich, also hier kann ich die Aufgaben abgeben, nicht da, wo die Aufgabe steht. Danke. Alles klar. Ja, fuck, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Wollt ihr was? Dang it. Ach ja, also genau. Jagdziele. Ich denke mal, wenn man das Spiel durchspielt, kann man irgendwie schweren Modus freischalten. Oder so. Aber Aufgaben sind ja ganz interessant. Hier. Ja, jetzt gibt es auch die zwei Sachen. Können wir hinfahren, rein theoretisch. Die Belohnung ist jetzt nicht gerade die beste. Ich würde sagen, erstmal. Huch, es gibt ja noch. Irgendwann müssen wir da runter, aber wir machen erstmal das da hier und danach können wir ja das Zeug machen. Da ist auch ein paar hohes Zeug dabei, alles klar. Ich würde aber sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.